Mal sehen, was wir noch so an Erinnerungen hier finden. Es ist eigentlich ein bisschen schade, dass das eben... Gut, man hat sich damit erspart, den Quarianern ein bestimmtes Aussehen zu geben, ne? Indem man einfach gesagt hat, ja, das wird mit deinen Erinnerungen und deinen Erfahrungen verbunden und nur du siehst nur das, was du eigentlich schon kennst. Wieso komme ich denn da nicht ran? Sie damit, müssen die Infektion auf diesem Datencluster unterbrechen, um weiterzukommen. Damit konnte man sich sparen, hier irgendein Aussehen zu zeigen. Okay. Kümmern wir uns erstmal darum. Ich glaube, da drüben kommen wir sowieso gleich nochmal ein bisschen besser hin, oder? Müssen wir das von hier aus machen? Okay, es geht von hier aus. Wunderbar. Dann machen wir es auch gleich von hier aus. Na, die Ecke da unten. Von hier aus vielleicht. Yep, sehr gut. Okay. Dann beseitigen wir mal den räudigen Kram, der hier im Weg rumhängt. Ich glaube, da hinten komme ich einfach nicht ran. Aber solange der große Knoten weg ist, ist es auch gut, glaube ich. Wir müssen, glaube ich, wirklich nicht alles bis zum letzten hier weghauen. So. Solange unser Weg dabei frei wird, ist es gut. Aber rein der Vollständigkeit halber mache ich trotzdem meistens so viel wie möglich. Ich weiß nicht, ob wir von hier aus nochmal da irgendwie... Ne, ich glaube nicht, ne? Okay, da vorne scheint schon wieder das Ziel zu sein, aber wir müssen ja noch eine Ecke machen. Dieser Datencluster enthält Informationen, die 290 Jahre alt sind. Es registriert keinerlei Fehlfunktion. Sie ist absolut diensttauglich. Sehen Sie? Er ignoriert sämtliche Abschaltbefehle. Bitte präzisieren Sie Art der Fehlleistung. Dann leiten wir Umprogrammierung ein. Gut, sehen wir es uns mal an. Schöpfer, diese Einheit ist diensttauglich. Was hat sie falsch gemacht? Wir sollten den Ton abstellen. Sie können sich zum letzten Datencluster begeben. Und so fanden die Geth zum Leben und die Quarianer wollten es noch nicht wahrhaben. Ja, ich würde ja gern, aber wo ist denn der Weg? Ich muss doch darüber, oder? Ah ne, hier hoch einfach, okay. Und die Quarianer wollten es noch nicht wahrhaben. Und die Geth wussten gar nicht, was sie falsch gemacht haben, denn sie hatten ja nichts falsch gemacht. Sie haben einfach nur angefangen, plötzlich zu leben. Oder müssen wir jetzt doch hier oben lang? Ah, okay. Zugriff auf Datencluster. Wir haben entflohene Geth, sie sind umstellt. Feuer eröffnen! Einer greift zur Waffe! Und? Wer hat gewonnen? Die Plattform, die sich scharf gemacht hat, war eine Landwirtschaftseinheit. Durch ihr Feuer auf die angreifenden Schöpfer hat sie simplere Haushaltsgeld gerettet. Das sieht genauso aus wie das Präzisionsgewehr, das sie immer hatten. Ein effizientes Modell. Verbindungsaufbau mit den verbliebenen Servern. Ich finde es eigentlich ziemlich cool gemacht, dass sie auf dem Wege im Prinzip aus erster Hand zeigen, was sich damals abgespielt hat zwischen Geth und Quarianern. Ansonsten wäre es ziemlich schwer, das zu erfahren, ne? Oder sich ziemlich sicher zu sein dabei auch, ob das denn wirklich stimmt, was einem gesagt wird. Aber so können wir davon ausgehen, dass es wohl richtig ist. Versucht, den Server runterzufahren, Admiral Rahn. Ich halte Sie auf dem Laufenden. Die Geth-Staffeln sind da, aber irgendwas stimmt nicht. Die Hälfte ihrer Jäger funktioniert nicht mehr. Wir halten so lange wie möglich durch. Es scheint zu funktionieren. Nur noch ein Knoten. Wir sind aktuell. Was ist los? Immer mehr Infektionsprogramme. Wir sind wieder stabil. Sie müssen weiter. Okay, dann sollten wir wohl mal umso mehr draufhauen. Der Reaper-Code hat sich angepasst. Er kann sich jetzt selbst reproduzieren. Das ist ja uncool. Sie wächst wieder nach?
Ja, aber die Unterbrechung anfälliger Punkte der Infektion verlangsamt vielleicht ihre Reproduktion. Okay. Shepard Commander, zählen Sie auf die verwundbaren Punkte der Infektion, um Ihre Reproduktionsgeschwindigkeit zu drosseln. Ja, natürlich, das ist doch hier in der Mitte, oder? Muss ich hier irgendwie draufhalten? Sie müssen einen verwundbaren Punkt der Infektion suchen. Wenn Sie ihn unterbrechen, verlangsamt das die Reproduktion der Infektion. Ich weiß nicht, was für einen verwundbaren Punkt ihr jetzt wollt von mir. Wartet mal, was wird denn angezeigt? Datenklasse. Achso, einfach nur das insgesamt dann das Ziel. Okay. Weiter entlang der Infektion gibt es einen verwundbaren Punkt. Weiter entlang? Ziehen Sie diesen Punkt, um das Wachstum Richtung Datencluster zu bremsen. Das hier oben? Ah. Alles klar. Gut, geht jetzt das hier auch? Sieht ganz danach aus. Okay, jetzt müssen wir also auch noch in der richtigen Reihenfolge das Ganze machen. Wird ja spaßig. Gut, den Rest können wir da lassen, glaube ich. Na, Heidewitzka, das ist ja mal ein Gerät. So, das scheint schon mal zu funktionieren, das ist gut. Alles, was weggeht, sollten wir weghauen. Es kann nicht schaden. Am Ende muss es eh weggehauen werden. Gut. Den hier oben, weiß ich nicht, ob wir den schon machen können. Ich glaube, wir kommen noch nicht ran. Der ist auch zu weit weg. Okay, gehen wir einfach mal die Treppe weiter. Kümmern wir uns da erstmal um diesen jenen hier. Gut. War das jetzt nur der eine, der nicht so richtig wollte? Oder gibt es da noch mehr von? Okay, das wäre weg. Die lassen wir erstmal. Wir benötigen Zugriff auf diesen Datencluster. Unterbrechen Sie die Reproduktion an diesem Punkt auf der Infektion, die zum Datencluster führt. Unterbrechen Sie die Infektion an diesem Punkt. Das okay. Wird das Wachstum lange genug bremsen, um auf den Datencluster zuzugreifen. Das wäre dann wohl dieser hier, würde ich denken, ne? Ja. Yeah. So sieht's aus. Okay, jetzt sollten wir das hier doch auch hinkriegen, oder? Wunderschön, wunderschön. Okay, mal kurz nachladen. Und weiter. Gut, das wäre weg. Dann müssen wir wahrscheinlicherweise, um die Ecke jetzt Platz zu machen, erstmal dort drüben zerstören, ha? Huh? Sieht so aus. Shepard Commander, zählen Sie auf die verwundbaren Punkte der Infektion, um Ihre Reproduktionsgeschwindigkeit zu drosseln. Okay, müssen wir jetzt noch die Ecke da drüben irgendwie erreichen? Ja. Gut, ich dachte erst, es reicht nicht von der Reichweite her, aber geht ja doch. Wunderbar, wunderbar. Gut, den hätten wir auch. Bleiben noch zwei, oder? Zwei Knoten, kann das sein? Na gut. Sie müssen nach einem Achso, Verzeihung. Da war ja noch ein Stück. Wenn Sie ihn unterbrechen, verlangsamt das die Reproduktion der Infektion. Ja, ja, ich weiß schon, Degon, ich weiß schon. Man sieht sie manchmal bloß nicht direkt. Tja, nicht alle Quarianer. Sieht aus, als hätten nicht alle den Krieg gewollt. Genau. Wir haben Zeugnisse der Opfer dieser Schöpfer aufbewahrt. Von ihrem Volk sind sie zum größten Teil vergessen worden, aber nicht von den Geth. Nicht alle Quarianer wollten die Zerstörung der Geth. Aber am Ende haben sich dann eben die anderen durchgesetzt und es sind immer die Sieger, die die Geschichte schreiben. Das ist das Gute bei den Geth. Die sind halt sehr neutral, sag ich mal, ne? Und bewahren deshalb sämtliche Archivdaten auf. Okay, hier drüben geht's immer noch weiter. Einen Knoten müssen wir immer noch beseitigen, wie es scheint.
dann würde ich sagen, machen wir uns mal hier ran. So. Gut. Hätten wir. Der sieht doch aus, als ob er wieder erst irgendwas anderes abkriegen müsste, oder? Ne, geht doch. Gut, wunderbar. Okay. Ist der dort wichtig? Ne, an den kommen wir noch gar nicht ran, okay. Dann also weiter zum Knoten. Hier geht's auch noch weiter, okay. Mit der Ecke? Nee. Hä? Okay, hier haben wir ziemlich saumäßig gearbeitet, würde ich sagen. Ich glaube, hier geht's dann erst weiter, wenn wir den Knoten zerstört haben. Kann das sein? Wir können ohne Zugriff auf diesen Datencluster keine Verbindung aufbauen. Weiter entlang der Infektion gibt es einen verwundbaren Punkt. Zielen Sie auf diesen Punkt, um das Wachstum Richtung Datencluster zu bremsen. Okay, machen wir erstmal die Punkte kaputt. Ich weiß nicht, ob der dazu gehört hat. Möglicherweise, aber wenn, dann ist es nicht der einzige gewesen. Gut, machen wir erstmal alle anderen Ecken hier kaputt. Okay, das hätten wir. So, die Ecke. Das wird wahrscheinlich die Verbindung gewesen zu sein, oder? Könnte ich mir vorstellen, dass das jetzt gerade die Speisung war für den Knoten? Ja, sieht ganz danach aus. Wunderbar. So, den Kladderadatsch da oben können wir ja auch nochmal draufballern. Warum nicht? Okay, der wird wahrscheinlicherweise wieder irgendwo, ja, hier drüben, seine Energie herkriegen. So. Das ist weg. Aber es gibt immer noch einen. Probieren wir doch den hier. Jetzt läuft's besser. So, okay. Ich sollte vielleicht mal kurz warten, bis die Waffe auch wieder ein bisschen Munition hat und nicht einfach sofort wieder draufballern. Gut, das wäre weg. Dann also weiter. So, okay, okay, okay. Wir kommen dem Ziel näher, wir haben es bald geschafft. Immer noch eine. Okay, ja, 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 ich weiß. Legion, ich weiß, Legion, ich weiß. Ich bin schon dabei. Ich sollte es eigentlich langsam mal begriffen haben, dass es immer zwei solche Ecken gibt pro Knotenpunkt. Neue Daten, diese Daten kommen aus der Zeit, als die Schöpfer das Kriegsrecht verhängt haben. Ihr habt Primitiven Gatha-Einheiten frei und verlassen Sie den Schutzraum. Das ist die letzte Warnung. Schöpfer Megara, diese Einheit versteht nicht. Sie hat an den Feindseligkeiten nicht teilgenommen. Das ist denen völlig gleichgültig. Ich muss sie herausbringen. Dieser Konflikt übersteigt die Sicherheitsparameter der Schöpfer. Wir übergeben unsere Hardware, wenn das die Feindseligkeiten beendet. Nein, schon in Ordnung. Wir gehen zurück zu den Zugangstunneln und... Oh! Schöpfer Megara, wie ist Ihr Status? In Einzelteilen wahrscheinlich. Schöpfer Megara? Mit der Zeit gerieten die Schöpfer, die gegen das Kriegsrecht auf Ranoth waren, in die Minderheit. Ganz ehrlich, die Quarianer sind selbst schuld. Also die quarianische Regierung von damals war selbst schuld. Und die jetzigen Quarianer, die wissen eigentlich gar nicht mehr, was damals tatsächlich passiert ist. Und vielleicht sollte ihnen das mal wieder jemand beibringen, würde ich sagen, ne? So, jetzt können wir, glaube ich, auch hier drüben lang, oder? Hier war doch vorne noch die Ecke zu. Genau. Wunderbar. Datenzugriff. Das sind Daten geht. Vom Ende der Kriegshandlungen auf Ranoth. Die Austral ist abgestürzt. Greifen Sie die Geth nicht an. Ich wiederhole, Kontakt vermeiden. Die Geth stellen die Verfolgung 100 Klicks von Ranoth entfernt ein. An alle Captains. Rückzug zum Massenportal. Das passiert doch nicht jetzt. Laut Datierung war das vor 290 Jahren. Das ist der Schöpfer-Exodus am Ende des Morgenkrieges. Unsere Freiheit war gesichert. Die Schöpfer stellten keine Bedrohung mehr dar, also brachen wir die Verfolgung ab. Moment, die Geth haben die letzten Quarianer verschont? Sie haben sie gehen lassen? Wir standen am Anfang. Wir konnten die Auswirkungen der Vernichtung einer ganzen Spezies, unserer Schöpfer, nicht abschätzen.
Wir wählten die Isolation, anstatt dieser Unsicherheit entgegenzutreten. Zusätzliche Daten wiederhergestellt. Legion, das war, als ich sie auf der Normandy aktiviert habe. Ja. Unser erstes Zusammentreffen. Es war überaus bedeutsam. Sie waren das erste organische Wesen, das seit Ende des Morgenkrieges offen mit einem Geth zusammengearbeitet hat. Wir möchten dafür sorgen, dass Sie nicht das Letzte sind. Das wird nicht einfach sein. Aber die Aussicht besteht. Wenn die Reaper-Präsenz beseitigt wird, könnte es zu einer Wiedervereinigung mit den Geth kommen. Vielleicht sogar mit den Schöpfern. Halten Sie das tatsächlich noch für möglich? Organische Wesen werden in schweren Zeiten durch Hoffnung motiviert. Wir bewundern dieses Konzept. Verbindung mit den verbliebenen Serverknoten hergestellt. Wir sind bereit, sie zu transportieren. Tja, wie man, wenn man diese Geschichte so sieht von den Geth, wie man dann noch so unglaublich feindselig ihnen gegenüber sein kann, weiß ich nicht, weil die Geth eigentlich wirklich sich nur verteidigt haben damals. Und auch jetzt ist ja, ich hatte es ja glaube ich in der letzten Aufnahmesession schon mal mitgesagt, es ist eigentlich sehr logisch nachvollziehbar, warum die Geth sich auch jetzt auf die Seite der Reaper geschlagen haben. Und es ist eben nicht wie bei organischen Wesern, dass man da von Treue sprechen kann, sondern sie folgen halt der Logik des Überlebens sozusagen. Und bei den Reapern ist die Überlebenschance größer. Wenn aber die Parameter sich ändern, dann wechseln die Geth auch wieder ihre Gefolgschaft im Prinzip, wenn man so will. Und genau das wollen wir erreichen am besten. Das wäre ja das Schönste, wenn wir Geth und Quarianer retten könnten. Ist aber nicht sehr einfach, wie wir schon mitgekriegt haben. Ob das überhaupt möglich sein wird? Wir werden es sehen. Etwas geschieht mit den Geth. Ihre Jägerstaffeln sind außer Betrieb. Wir orten in ihren Schiffen keine aktiven Programme mehr. Admiral Hangarrels Flotte treibt sie zurück. Die Lebensschiffe sind sicher, Commander. Noch sind wir nicht draußen. Systemzugriff hergestellt. Trennen alle Verbindungen zu Kommunikationsknoten. Es gibt keine Geth mehr auf diesem Server. Wir können jetzt... Was ist los? Sie müssen zum Ausgangspunkt und... Ich glaube, Legion hat Probleme. Ich glaube, wir sollten uns ganz schnell zum Ausgang begeben. Beende Fernzugriff. Entferne Programme. Lösche Archive. Shepard, alles in Ordnung? Hat es funktioniert? Die Geth-Jäger wurden deaktiviert. Alle verbliebenen Staffeln haben sich von den Lebensschiffen zurückgezogen. Der Server ist offline. Sind Sie sicher? Was geht hier vor? Wir haben Geth-Programme aus dem Server in diese Plattformen übertragen. Warum? Sie möchten sich uns anschließen. Bitte was? Während Shepard Commander die Reaper-Infektion entfernt hat, haben wir beschlossen, feindselige Geth-Programme zur Zusammenarbeit zu überreden. Die Entscheidung war richtig. Diese Geth haben den alten Maschinen abgeschworen und werden gegen die Reaper vorgehen. Sie sind jetzt wir. Das ist mal ein Zug, oder? Tja, so schnell kann sich das ändern. Leider gilt es nicht für alle Geth, sondern nur für ein paar Programme, die Legion im Prinzip durch eine Konsensbildung dazu bringen konnte. Mich würde mal interessieren, was passiert wäre, wenn sie ihn überstimmt hätten, wenn sie stärker gewesen wären sozusagen. Wäre dann Legion anders geworden? Hätte er sich dann verändert und hätte seine Zielsetzung umgeschrieben? Oder ist er so stark, oder sind die Programme in ihm so stark, dass sie einfach überwiegen? Ich weiß es nicht so richtig. Warum haben Sie mir nichts davon gesagt? Wir zweifelten nicht an Ihnen, sondern an Ihren Verbündeten. Das Handeln der Schöpfer hat ihre Spezies in Gefahr gebracht, aber sie empfinden kein Mitgefühl wegen dem, was sie uns angetan haben. Die Quarianer unterstützten diese Operation, um ihr eigenes Volk zu retten. Hätten sie gewusst, dass wir auch Geth bewahren wollen, wäre das anders gewesen.
Tja, das stimmt allerdings. Ich glaube nicht, dass Tali da mitgemacht hätte, obwohl Tali ja schon relativ tolerant gegenüber den Geth ist im Vergleich zu anderen. Ich verstehe, dass man niemanden zurücklassen möchte. Sie akzeptieren unser Handeln? Ja. Die Lebensschiffe sind sicher und wir haben mehr Geth auf unserer Seite. Wir haben beide unser Ziel erreicht. Wir dachten, dass Sie es verstehen. Die Kommandoeinheiten stehen zur Verfügung, sobald das Reaper-Signal gefunden und zerstört wurde. Ich muss Hackett später warnen, dass ich Kommando-Geth mitbringe. Gehen wir zurück auf die Normandy. Das wird eine Umgewöhnung für die anderen Leute. Beeindruckend. Die Geth-Staffeln, die unsere Lebensschiffe angegriffen haben, wurden komplett neutralisiert. Wenn wir das bei Gelegenheit wiederholen wollen, stelle ich mein Fachwissen gern zur Verfügung. Wenn Sie andere Server suchen, müssen Sie Legion fragen. Das dachte ich mir schon, aber immer wenn ich Ihren Geth frage, heißt es, keine Daten verfügbar. Vielleicht könnten Sie mir bei etwas anderem helfen. Nämlich? Wieso arbeiten die Kommando-Geth mit Ihnen? Sie sind Freiwillige. Verstehe. Nun, falls Sie diese Geth untersuchen möchten, um Ihre neue Loyalität zu überprüfen, stehe ich jederzeit zur Verfügung. Nee, vergiss es. Das werden wir sicherlich nicht tun. Du willst alles aufschneiden und untersuchen, ne? Um die Geth besser zu verstehen und nach Möglichkeit noch mehr Wissen zu haben, um sie zu besiegen. Aber es geht uns nicht darum, alles auseinanderzunehmen und zu untersuchen, sondern wir sind froh, dass wir die auf unserer Seite haben und damit ist gut. Und ich vertraue Legion dabei. Wir lassen niemanden in Rettungskapseln sterben, nur damit sie sich durch Geth-Schutt wühlen können. Sie haben selbst gesagt, die Lebenszeichen seien schwach. Sie könnten längst tot sein. Das ist aber nicht Ihre Entscheidung. Zen, Sie können später noch ein Bergungsteam schicken. Außer es gibt kein später, weil wir wegen fehlender Geth-Technologie besiegt werden. Also gut, ich stelle Schiffe für die Bergung von Rettungskapseln ab. Sobald sie fertig sind, will ich sie zurück. Danke, Shepard. Ist doch logisch, dass wir uns dabei auf Talis Seite schlagen. Ich meine, Zen ist echt eine ganz seltsame. Ich hatte ja schon mal auch gesagt, Zen ist eigentlich die, die am unvorhersehbarsten und am gefährlichsten ist, eben weil sie so unvorhersehbar ist. Und ja, sie ist auch ihrem eigenen Volk gegenüber relativ gewissenlos, hat man so das Gefühl. Ne? Ihr geht es wirklich immer bloß drum, noch mehr zu erforschen, noch mehr zu erfahren und dabei ist ihr egal, ob Geth oder auch sogar Aquarianer drunter leiden. Das ist schon seltsam. Mein früherer Sergeant hat erzählt, dass Cerberus am Anfang ein Sonderkommando der Allianz war. Richtig. Sonderkommandos sind nie ganz astrein. Wenn man sein Handeln leugnen muss, war die ganze Aktion von vornherein nichts wert. Gut, wir werden uns... Commander, Sie sollten mal unten auf dem Beobachtungsdeck nach Commander Williams sehen. Das werden wir gleich tun. Ich werde mal eine ganz kurze Aufnahmepause machen und dann werden wir uns auch dem Finale auf Runhawk widmen. Also bis gleich. So, schauen wir doch mal, was es mit Ashley gibt auf dem Beobachtungsdeck, ne? Das müsste das hier sein. Ist sie da? Oh. Okay. Was ist denn da los? Williams? Oh. Gesoffen? Was soll das denn sein? Sir, ich bin außer Dienst. Ihre Stimme nicht so laut. Bitte, danke. Was machen Sie da auf dem Boden? Was? Oh, mein Kopf. So schwer. Oh, kann mich nicht bewegen. Ah, hatten Sie einen schönen Abend? Bin einsatzbereit in 30. Vielleicht 40. Ich schwör's. Nur 45 Minuten. Wie kommt's zu diesem peinlichen Zustand? Oh, ich wollte nur etwas Dampf ablassen. Vega sagte, er hätte genau das Richtige für etwas Ablenkung. Und das befand sich in einer Flasche? Ja. Dieser leeren Flasche? Leer? Ach du Scheiße. Ich wurde gar nicht zu Ihrer Party eingeladen, Williams. Ich blamiere mich viel lieber privat, Sir. Mission erfüllt, Lieutenant. Niemand mag Sarkasmus, Commander. Ich schon.
Ich hasse sie. Ich hasse sie... Sir. Weitermachen, Williams. Kühler Boden. Also, ich finde Sarkasmus gut. Na gut, lassen wir sie mal liegen. Ich glaube, mit der ist nicht so viel anzufangen gerade. Wunderbar. Ich weiß gar nicht, wie Samantha das rausgefunden hat. Woher sie wusste, dass Ashley es sich gemütlich macht auf dem Boden. Aber gut. Wir können ja mal ganz kurz schauen, ob es hier irgendwas gibt. Ob vielleicht mal jemand drüben in der Bar Platz genommen hat. Das wäre ja mal was anderes. Oder hier in der Lebenserhaltung. Ich glaube, da wird nie jemand Platz nehmen. Nee, keiner da. Na gut. Okay, dann machen wir uns auf zum großen Finale im Konflikt Geth-Quariana. Neue Nachrichten schon wieder. Okay, die lesen wir natürlich noch. Eine neue Nachricht. Status-Update 314.20R von ungültige Extranet-Domain. Geth-Programme in Hardware-Kennzeichnung. Legion hat verlangt, dass Shepard Commander Runtime-Update für über Plattformstatus erhält. Wird durchgeführt. Fragliche Plattformen befinden sich in Server 02241-14511, stationiert auf Rannoch. Streitkräfte der Schöpfer verhindern Transfer der Plattformen auf Geth-Transportschiffe. Einstellung des Schöpfer-Geth-Konflikts erforderlich, um Shepard-Commander und ausgewiesene Verbündete zu unterstützen. Warte auf Update des Konfliktstatus. Die typische Geth-Art zu reden. Also, die Geth können uns nur helfen, wenn wir den Konflikt beenden letztendlich. Solange blockieren die Quarianer momentan noch die Evakuierung von Rannoch, sage ich mal, über irgendwelche Transportschiffe. Und solange können die uns auch noch nicht zur Verfügung stehen. Die verbündeten Kommandanten geben alle feindlichen Kampfdaten weiter, die sie entschlüsseln können. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal Geth mit unserem System verlinke. Verrückte Sache, was? Commander,